Du bist leise. Leise? Sehr leise. Ja, weil ich vergessen habe, meinen Bügel runterzuklappen. Jetzt geht's. Jetzt passt's. Pack dir mal einen Aufklärer an den linken Wald. Ich hol mir schon Aufklärer, keine Sorge. Da sind welche. Aber Bruce bockt schon, ne? Wie alt ist das Spiel jetzt? 2 Jahre? Ne. Ich glaube, es ist 2010 rausgekommen. Das bockt richtig, wenn du so vier Leute zusammen hast, sozusagen dann. Ja, damit kannst du auf jeden Fall die ein oder andere Nacht kannst du echt mit der Bruce durchspielen. Es bockt einfach, vor allem, weil du halt jede Fraktion mal genauer kennenlernen kannst. Und so ein bisschen die Stärken und Schwächen von denen rausfinden kannst, ne? Oh. So. Echt, was ich schon verschlachten hatte, ey, das war. Ja, es kann ja echt richtig brutal werden. Weil wenn du alle gegen alle spielst, dann irgendwelche Bündnisse entstehen. Und dann irgendwie so Zeug gegen einen passiert. Oder so. Ich hatte schon mal später, habe ich und ein Freund, wir waren halt Skype, haben jeder gegen jeden gemacht und haben einen so richtig hin eingeengt. Das war auch lustig. Wie ich erwartet hatte. Italiener bereiten tatsächlich Hinterhalte in den Städten vor. Unsere Einheit steht unter Beschuss. Alle unserer Einheiten sind. Spiele, genau. Kennst du Red Orchestra 2? Ja. Alles gut, richtig gut. Spielst du ja gern. Nein, 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 du kannst den Angriff ruhig weiterführen. Boah, Alter, die Italiener geben mir aber gerade echt ordentlich Saures. Du musst nur in die Stadt rein und dann kannst du alles weghauen. Ja, einfach blind in die Stadt einmarschieren, ne? Das ist ein Trupp, das ist nichts. Pillepalle. Captain Muffin. Captain Muffin? Ja. Das sagt mir jetzt nichts. Der ist bei dir gerade unten rechts in Skype aufgeploppt. Ach so, das sieht man ja nicht in der Aufnahme. Ach so. Ich bin froh, dass man das in der Aufnahme nicht sieht. Ich hoffe zumindest, dass man es in der Aufnahme nicht sieht. Nee, sieht man auch nicht. Scheint sich damit ja wohl schon auszukennen. Oh. Ach, ich sehe gerade, du hast vor 2 Wochen angefangen. Was hab ich? Vor 2 Wochen hast du angefangen zu Let's Playen. Ich? Oh. Ach nee, du, ich hab das den Kanal schon seit einem Jahr. So. Ah, aber mit dem Let's Playen hast du erst vor 2 Wochen angefangen? Nee, schon früher, aber ich hab halt oft Channel Restarts gehabt, weil das eigentlich immer scheiße war. Ach so. Und das soll ja auch so gut wie möglich werden. Was hast du da so gezockt? Company of Heroes, aber da habe ich GEMA-Probleme gehabt. GEMA-Prügel. Okay. Weil ich ja nicht die Musikrechte für hatte. Muss halt runterdrehen oder ausmachen. Ich guck mal, dass ich die nächste Lizenz von VHQ krieg, dass ich das machen darf. So ein Idiot. Dieser blöde Weatherby. Viel zu stursinnig. Soll er gucken, was er damit macht. Das ist mir jetzt auch egal. Also, Sie können ruhig kommen, ich bin vorbereitet. Colonel, wir brauchen dringend bessere Lageinformationen. Entweder durch einen Spion oder die Dechiffrierung Ihrer Kommunikation. So. Ja, komm, da gehen die Panzer doch schon kaputt. Haben hier schon so einen kleinen schönen Schrottplatz errichtet. Wenn die Infanteristen interessiert es doch echt nicht, dass es um die rum alles brennt, ne? Ach, linke Flanke. Pillepalle. Ich fühle mich irgendwie nicht so wirklich bedroht durch die. Kommt noch. Ja, wenn du meinst. Gut gemacht, Colonel.
Aber ich weiß gar nicht. Kriegst du dann noch nicht noch irgendwie eine Panzerbasis oder so? Oder arbeitest du mit Infanterie? Panzerbasis bekomme ich erst später. Achso. So. Ja, wir müssten. Die Mission müsste auch langsam zum Ende kommen. Weil ich dachte, die ging länger. Ja, ich muss nämlich heute noch Sabotage aufnehmen, deswegen muss ich mich so langsam zum Ende kommen. Ah, komm, greif etwas schneller an, wenn's geht. Weißt du, das sind viele Panzer. Das ist ein richtig schöner Stapel. Ah, das ist jetzt eigentlich ein reines Geduldsspiel. Am Anfang, ja. Gutes Englisch, ja. Muss ich eigentlich nur noch warten, bis er hier durchfährt und mal von meinem Bazooka-Infanteristen aufs Korn genommen wird. Ja, komm da. Kaputt. Kaputt. Jetzt will ich mal wissen, wie viele Panzer das da sind. Ach, ich kann überhaupt keinen Ping machen, schade. Ach nee, damit würde ich ja Weatherbeer helfen, dem kleinen Kacknub da. Meine Meister hat so viele Panzer und nutzt sie einfach nicht richtig, ne? Das ist eigentlich, was mich am größten daran ärgert, dass er einfach nicht mit seinen Panzern umgehen kann. Das wird später noch viel schlimmer. Also ich persönlich, ach was. Ach was. Das sind doch nur 16 Stück. War eine Menge. Wir brauchen Luftunterstützung, um sie abzuwehren. Den deutschen Angriff zurückschlagen. Unsere Spione warten auf Befehle, um die nahegelegenen Einheiten zu identifizieren. Endlich. Ach. So viele Panzer, viel können doch nicht alle echt sein. Gut, da kann Sherlock. Bam, das hat er auch gerade gesagt. Auch gerade gesagt, die können nicht alle echt sein. Scheiße, und dann ja nicht. Man weiß, wo will er bitte das ganze Geld für so viele Panzer 4 hernehmen? Ich glaube, die kosten $25. Und das ist verdammt viel. Als ich das erste Mal das Spiel gespielt habe, war ich echt total geschockt, wie viele das sind. Lustig wäre es, wenn auf Kriegsspieler die alle hier echt wären. Entfernt. Das wäre irgendwie unlustig. Weil mir persönlich würde das dann doch ein bisschen Muffensausen machen. Sind die jetzt alle echt oder nicht? Ich weiß nicht, wie das auf Kriegsspieler gehandhabt wird. Nee, sind nur mehr Attrappen drin, hoffe ich mal. Ja, sind nur Attrappen. Ja, müssen uns ja voll den Angriff zurückschlagen, sind ja nur Attrappen. Das sind Panzerattrappen aus Holz und Stoff. Das sind zweifellos nur Köderkörner. Aber was haben sie vor? Und sie ist alles Attrappen oder was? Die ganze linke Front? Alles Attrappen. Der Angriff war nur eine Ablenkung, Colonel. Oh, ey, die Frage, wie man bitte Attrappen, Panzerattrappen bauen kann aus Holz und Stoff. Wie fahren die denn bitte? Frag mich nicht. Sie kommen von rechts mit Karo-Panzern. Ich bin so geschockt. Ach komm, schick deine blöden Panzer jetzt in den Tod. Haben doch eh keine Chance. Instant. Ja. Die Italiener und die Deutschen sind die Verbündeten. Die Italiener sind hier schon einmal durchgefahren. Ich frage mich, warum der Deutsche nicht checkt, dass sie eigentlich von Infanteristen in der Stadt hocken. Also manchmal frage ich mich bei der KI schon einiges. Sind das scheine Objekte? Die können euch denken. Ja, aber wir müssen doch trotzdem wissen, dass da irgendwie 5 Trupps Infanteristen da in der Stadt rumsitzen. Mit ganz vielen Bazookas. Ja, komm. Die Infanteristen, die tun mir jetzt natürlich ein bisschen leid, ne? Weil die stehen natürlich jetzt im kompletten Kreuzfeuer. Ja, das ist natürlich jetzt, das sind alles echte Panzer, das ist das Lustige an der Sache. Das sind Italiener Panzer, sind ja schwächst. Ja, komm, auch die sind alle kaputt. Jetzt kann man da wunderbar grinnen, weil da brennt nämlich jetzt alles.
Ah, die Grafik ist ja schön für ein Strategiespiel. Ja, da kann man auch mal so richtig schön da ranzoomen. So richtig Geschehen aus dem Namen begutachten, die so Panzer rumfahren sehen, ne? Ich warte, wenn du rauszoomst, das ist so wie auf so einem Brett oder so. Ja, genau, richtig, das hier. Ja, das ist richtig geil, haben sie richtig geil gemacht. Da kannst du dich hier noch schön in deiner Basis umsehen, ne? Da sind ein paar Gewehre. Haben sie schön gemacht. Ja, die Leute könnten sich vielleicht noch ein bisschen bewegen, aber ansonsten ist es gut gemacht. Aber die Entwickler sind ja Franzosen. Ja. Ich glaube, deswegen sind die Franzosen hier auch ein bisschen OP. Ne, die sind Englisch. Die Schwächsten. Die OPsten sind der Japaner, finde ich. Man kann mit die Japaner so spielen? Ja, mit einem Addon. Ach, Addon, ja. Ich finde so, solche Panzer, das sind auch die Troff, Alter, und das geht denen so übelst auf den Sack. Ach, die kann man alle kaputt machen. Du musst dann den Infanteristen nur richtig hinstellen. Dann schick deine Panzer doch endlich mal in den Tod. Ich habe heute noch was anderes vor. Die Mission geht, glaube ich, länger, oder? Ich weiß es nicht. Oder ist im nächsten Kapitel? Ich glaube, das war im nächsten Kapitel, also in der nächsten Mission erst. Da nur noch Rauch übrig. Geschafft. Und ich würde sagen, wir wenden noch jetzt erstmal die Aufnahme. Und wir sehen uns in der nächsten, im nächsten Part von Let's Play Roost. Dann sage ich mal Tschüss. Tschüss. Und bis dann.